herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch ein Rezept für eine Pissaladilla mit Blätterteig, also eine Art Zwiebelkuchen bzw. Zwiebeltart. Die Zutatenliste findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein positives Feedback freuen. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes rollen wir den aufgetauten Blätterteig mit dem Backpapier auf dem Backblech aus und stellen es zur Seite. Als nächstes schälen wir die Zwiebeln. Die Zwiebeln teilen wir einmal längs und einmal quer und schneiden sie in feine Scheiben. Das Öl erhitzen wir in einer großen Pfanne und geben die Zwiebelscheiben hinein. Die Zwiebeln würzen wir mit Salz, Zucker, Thymian und Essig und dünsten sie unter gelegentlichem Rühren bei mittlerer Hitze glasig. Die gedünsteten Zwiebeln geben wir nun auf den vorbereiteten Blätterteig und verteilen sie gleichmäßig bis auf die Ränder. Wer die vegane Variante bevorzugt, kann die Tart schon jetzt in den Ofen schieben. Sie schmeckt auf jeden Fall auch ohne Sardellen. Für die Version mit Anchovies legen wir die Sardellenfilets so auf die Zwiebeln, dass ein Rautenmuster entsteht. In die Mitte jeder Raute legen wir jeweils eine Olive. Die Tart backen wir im vorgeheizten Backofen 25 bis 30 Minuten bei 220 Grad, bis der Teig auf der Unterseite leicht gebräunt ist. Die fertige Tart kann noch warm in Stücke geschnitten und serviert werden. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss, bis zum nächsten Mal!